So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Duell mit Borussia Mönchengladbach und ja, auf geht's. Die Deadline ist durch. Mit Hazard konnte man natürlich nochmal einen Namen verpflichten, einen großen Namen verpflichten. Und ja, Ludewig ist dafür verkauft jetzt. Wird wahrscheinlich in der Transferperiode. So, auf geht's. Gehen wir ins Match. Wie gesagt, da ist der Gegner jetzt Borussia Mönchengladbach. Transfergebot für Musiala und dann Sevilla auch schon. Also die gehen jetzt direkt hintereinander. Gucken wir mal. Montpellier möchte den haben. Delegieren Mindestverkaufssumme 25. So, da möchte ich auf jeden Fall hin, dass ich ein bisschen was an Kohle einnehme für ihn wieder. Da werden sie eh nicht drauf einspringen. Und dann gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 6 steht an und da wollen wir natürlich heute hin. Mit Nico Elvedi konnten wir zumindest... Oh, wir müssen ein bisschen rotieren. Das heißt, das ist klar. Das ist da... Einfach nur die Gründe, dass wir mal ein bisschen noch Fitness reinkriegen in dieses Spiel. Geiger darf von Beginn an heute spielen. So, und dann gehen wir rein in die, ins Match. Gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Wie gesagt, Spieltag Nummer 6 ist es jetzt. Da wollen wir natürlich die Siegesserie ein bisschen ausbauen. Und ja, schauen wir mal. Also. Na dann, auf geht's. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn in den letzten 3 Spielen konnte er 3 Tore verbuchen. Geht das für ihn so weiter? Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Die Wetterbedingungen könnten besser kaum sein und damit herzlich willkommen zu unserem Spiel, liebe Fußballfans. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Zeit sein. So, einfach mal die Aufstellung durchgekommen, durchgegangen. Geht also gleich weiter, sofort ins Match. Wie gesagt, Borussia Mönchengladbach ist der erste Gegner. Oder der nächste Gegner. Der erste Gegner nach der Transfer-Deadline. Geiger in der Mannschaft. Gucken wir mal, wie es läuft. Gossens. Wir probieren es jetzt mal über die Außenseite. Ja, der Rosun ist nicht mehr im Kader. Beziehungsweise ist nicht mehr da. Und das war eine gute Idee, aber kann... Na, die Umsetzung war nicht gut. Arne Meyer. Meyer. Vorteil jetzt für Borussia Mönchengladbach. Und Baku. Schöner Ball auf Marco Richter. Gute Aktion jetzt. Chance zur Führung. Und. Ja, aber gut gemacht. Da ist mal die Situation, dass man... Oh, Geiger! Sauber vom Ball getrennt hier. Gute Aktion.
Geiger mal. Ja, der will so ein bisschen zeigen, dass er, hey, ich gehöre als Stammkraft rein. Aber wie gesagt, eben die Situation. Alle den Baku, diese. Dass er den Ball holt. Es gibt hier Vorteil für Gladbach. Abseits war es nicht. Den hat er überhaupt nicht getroffen. Dennis Geiger. Der FC Schalke. Oh, schöner Ball. Kein Abseits. Makuric 1-0. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. 18. Minute. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Also, Makuritar macht sein Tor. Tor Nummer 5 in dieser Saison. Sieht gut aus für die Schalker. Sie liegen vorne. Für den FC Schalke 04. Die Nummer 23. Auf jeden Fall schon mal den ersten. Ach, guck mal, gelb. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ah, der Ball war nicht schlecht. Die Idee war gut. Jetzt müssen Sie aufpassen. Nächste Duell heißt Sevilla. Da wollen wir nämlich, wollen wir auch natürlich diese nächsten Punkte. Alleiner. Ja, der setzt sich durch gegen Akpoguma. Oh, ein Tor für Gladbach. Und das war Weltklasse gespielt. Und das war super rausgespielt. Super. Ja, muss man einfach mal so sagen. Schön hinten wieder zurückgelegt in den Rückraum und dann rein ins Glück. Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer. Erstmal hier Akpoguma ausgespielt. Neuer. War ein bisschen. Naja. Also 26 Minuten für Gladbach auf jeden Fall. War ein bisschen neben der Spur. Ja, wie gesagt, es war gut gespielt, muss man sagen. Der Fehler von Akpoguma definitiv da hinten drin. Und Marco Richter teil. Für Gladbach? Okay, ich dachte für uns. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber, es ist ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für Nürnberg. Neuer Spielstand damit. Coutinho. 29 Minuten sind gespielt. Kommt aber nicht vorbei. Dankeschön für diese Infos. Spiel geht mit Einwurf weiter. Und jetzt gib ihm Marco Richter. Schalke jetzt über außen. Jetzt die Gelegenheit. Richter und der Keeper verhindert es nur. Langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzter hat diesmal. Und die nächste große Chance der Schalker wieder nicht. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, es war Pech. Semper macht es momentan Weltklasse. Der hat wirklich mehrere Dinger mittlerweile rausgeholt. Die Gladbacher hält da komplett im Spiel drin. Arne Meyer. Kittel. Weiter diese Zone entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Und so naja. Geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht. Ja, für mich war es ein Foul. Ich habe deswegen auch gezögert, aber. Der letztendlich zu entscheiden nicht ich, sondern der Keeper. Der Schiedsrichter. Nämlich der Entscheidung aber okay. Ecke für Gladbach. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ecke kommt. Nächste Ecke jetzt. Die Ecke kommt rein. Naja, es wird jetzt Halbzeit gleich sein. Und dann ist auch Halbzeit und da steht 1-1. Und ja. Nicht viel, deshalb auch keine Treffer zur Pause.
Naja, gut. Es läuft ja noch eine Halbzeit. Oh, auf jeden Fall, weiter geht's jetzt mit Halbzeit Nummer 2. Anstoß Mönchengladbach. Es geht weiter. Jo, der zweite Abschnitt läuft. Bei Gladbach gab es übrigens den Wechsel, bei uns gab es noch keinen. Mal gucken, wann. Ah, kommen wir denn? Nee, kann man nicht. Coutinho, Gegner ist da. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Gladbach macht es momentan wirklich gut. Die gehen aggressiv drauf, funktioniert. Taktisch ist es gut. Gespielt sind hier 50 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Vorne der Ball gewinnen. Ja, Gladbach macht's. Klasse Pass. Jetzt der Schuss. Oh, das war viel Glück. Ich glaube, es wäre fast abseits gewesen. Links gewesen. Es wäre fast ein Eigentor gewesen. So war es richtig eigentlich gemeint. Naja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, die zweite Halbzeit muss jetzt. Marco Richter. Richter. Da ist die Chance. Ach, ich komme aber nicht in diese Lücke. Die Gäste werden wechseln. Für viel Diskussionsstoff hat die Meldung von diesem. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Er versucht's. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Ja, jetzt muss er. Okay, jetzt haben wir. Die Chance haben sie verschenkt. So, jetzt wechselt Gladbach nochmal. Schalke ist ja noch nicht der Kittel der Torschütze. Jetzt gibt es. Noch, dann ist das Spiel vorbei. Oh, da hat er einen Moment zu lange gezögert. Den wollte nämlich warten, bis der Stürmer da durchgeht. Mit Auge steil gespielt. Und wieder Akku Guma. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Es geht gegen den VfL Wolfsburg im nächsten Bundesligaspiel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt ist es das 2-1. Kalajdzic. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne. Und endlich mal. Tor Nummer 3, Sasa Kalajdzic. Also, Schalke führt wieder gegen den Borussia Mönchengladbach. So. Wir wechseln jetzt auch zwei Leute aus. Einfach. Die Führung für Schalke. Na dann. Also, zweiter, jetzt geht's ein bisschen besser. Jetzt vielleicht. Ja, den hält er natürlich. Also, Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Gute Idee von Mercan, aber nicht die Umsetzung. Als nächstes steht die UEFA Champions League an für den FC Schalke 04. Eben. In Sevilla müssen wir uns zu Hause gegen den FC Sevilla. Wie geht's hier in der Champions League weiter gegen Sevilla? Ja, da Costa, den muss da. Und es gibt Gelb gegen die Schalker. Ja, es war ein Foul und auch die Verwarnung ist meiner Meinung nach vertretbar. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hin. So, jetzt hat der Costa bei uns Gelb gesehen für diese Situation. Ball kommt rein. Kein Tor bei diesem guten Kopf. Und das ist immer noch gefährlich. Man führt nur 2-1 und möchte sein Standardergebnis gerne wieder hinbekommen.
Da Costa. Jetzt hat er ihn gesehen, den Coutinho. Da hat er die Chance. Das muss das Tor sein. Ja, das ist das 3-1, aber Kalajdzic, der staubt auch den zweiten ab. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Aber Weltklasse da von Mertjan, dieser Ball, dieser lange Ball vorne in die Spitze. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Tor Nummer 4. Heißt es also jetzt. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. 3-1, also kurz vor Ende der Begegnung. Und wer ist dann der nächste Gegner für Sie? Der kommende Gegner der Schalker heißt FC Sevilla. Wenn Sie sich da ähnlich wie heute präsentieren, müssen Sie keine Angst haben. Sie kämpfen um den Ball. Ist das der Anschlusstreffer? Nein. Manuel Neuer ist da, verhindert den Gegner. Neuer verhindert Akpoguma. Coutinho jetzt am Ball. Es ist kein Abseits. Denke mal nicht, dass es Abseits war. Geiger kann es jetzt klar machen. Macht es. 4-1. Und das ist die Entscheidung. Und das ist die Entscheidung. Dennis Geiger. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Kalajdzic, schöne Vorlage. Den hat er direkt durchgeleitet und Geiger nimmt den Weg und dreht das Ding hinten links rein. Für Sie und versenkt das Ding eiskalt. Und auch hier ist wieder ein Tor. Sein erstes Saisontor. 4-1 jetzt also. Spät, aber ja, am Ende dann. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Und das ist, wird weggepfiffen und aber es ist ein Spiel entscheidend. Schrecklich schlägt die Borussia Mönchengladbach mit 4-1, holt sich Sieg Nummer 6 in dieser Saison. Überzeugt. Und ja, bleibt auf Erfolgskurs. Man bleibt vorne drin. Ja, aber wie gesagt, das Tor der Gladbacher war, muss man sagen, gut ausgenutzt. Und dann fällt der Ausgleich. So, wie gesagt, nächster Gegner ist Sevilla. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Und ja, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an und dann geht's wieder in der Champions League weiter. Bis dahin und tschüss.